Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale am 28.01.2016 um 20.08 Uhr. Ich bin heute gut in der Zeit. Na, sonst wirst du wieder zum Bulby. Lass uns mal wieder abhängen. Hey, ich wollte noch mit der Eschublume reden, ob die jetzt auch im genauen Sonst-Tonfall redet. Alles, das meinem Leben einen Sinn gibt, ist es, Eschublumen zu erklären. Niemand weiß davon. Ach so, die redet wohl immer das, was neben ihr steht. Auf jeden Fall, was ist mit diesen Felsen? Haben wir da irgendwas drin, was wir brauchen? Eigentlich nicht. Es ist eine Kiste. Du kannst ein Item hier reinlegen oder herausnehmen. Aber warum sollte man? Items in der Kiste kann man nicht verwenden. Mit freundlichen Grüßen, ein Kistenhasser. Da kann ich jedenfalls lange. Wahrscheinlich bringen mich die Steine nach unten. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich der Weg nach oben. So, mal gucken. Wir haben doch in den Kämpfen gelernt, wie man sowas macht. Perfekt. Hätte ich mich doch da unten umgucken sollen. Es interessiert mich jetzt, ich will da unten hin. Und nach unten, da ist wieder eine Echoblume. Ich schwöre, ich sah etwas hinter dem fließenden Wasser. Also im Wasserfall? Das sollten wir uns mal näher anschauen. Tatsächlich. Auf dem Boden liegt ein Tütü. Mitnehmen? Du hältst das alte Tütü. Kann ich das auswählen? Benutzen. Du rissest das alte Tütü aus. Verdammt, meine Stimme. Ich muss die ganze Zeit Verwirrung sprechen. Es steckt an. Es steckt an. Klar, strengt an. Ich wollte meinen Status angucken. Waffe, Rüstung, altes Tütü. Ich finde es 1-10. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, ich rufe mal Papyrus an. Keine Antwort, er hat wohl gerade zu tun. Und zack. Gut, gehen wir zu diesem komischen, was auch immer. Da passiert was. Ah, das ist Papyrus, deswegen, das hat er also zu tun. Hi, Andini, hier kommt mein Tagesbericht. Oh, ich muss ihn schon widersprechen. Wegen dem Menschen, über den ich vorher sprach. Wie, ob ich ihn bekämpft habe? Ja, natürlich tat ich das. Ich habe ihn tapfer bekämpft. Was? Habe ich ihn gefangen? Naja. Nein. Ich habe es wirklich versucht, Andini, aber schlussendlich habe ich versagt. Aber was? Du wirst dem Menschen eigenhändig die Seele entreißen? Aber Andini, du musst ihn nicht töten, verstehst du? Das ist nämlich so. Ich verstehe. Ich helfe dir, so gut ich kann. Das ist echt interessant. Falls man die Leute hier tötet, dann kriegt man auch teilweise hier ein komplett andere Story raus, oder? Oh, sie hat es bemerkt. Ja, du kommst langsam her. Ein Speer? Sie kann mich nicht bewegen gerade. Sind wir aus dem Schneider? Okay. Jetzt sind die... Ach, das ist das kleine Monster. Jo, hast du gesehen, wie sie dich angestarrt hat? Das war großartig. Ich bin so eifersüchtig. Was hast du getan, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen? Haha. Komm mit, schauen wir, wie sie ein paar böse Gesellen erledigt. Oh. Wie niedlich. Das Gefühl von Furcht kehrt über dich, doch du bleibst entschlossen. Um die Feuchtpunkte aber häufig, wie gesagt. Wenn vier Brückensamen nebeneinander liegen, steht eine Brücke. Ah, das ist also ein Schieberätsel, ja? So, die kann ich einfach aufnehmen. Das ist nicht besonders schwer. Gut. Schön. Wie soll ich dieses Schild lesen? Ah, neue Gegner. Was, Aaron? Was bist du denn? Ich analysiere dich erstmal. Aaron 7, dieses Sefer hat eine Menge HP, Hengstpower. Alle seine Angriffe sind am Ende der Box schwerer zu kontern. Prüfe einfach alles. Shit. Verdammt, nicht schnell genug. Er schwitzt Geschosse. Was steht da noch? Wortwörtlich.
Beugen? Du beugst dich. Aaron verdoppelt seine Beugung. Angriff erhöht sich für beide. Beugewette? Beug dich weiter. Ich glaube, jetzt habe ich das Timing ganz gut drauf. Er ist bereit für deine nächste Beugung. Natürlich beugen wir uns. Du beugst dich stärker. Aaron verdreifacht das Beugen. Angriff erhöht sich für beide. Nett, ich werde nicht verlieren. Das ist ein anderer Angriff. Das sind seine Schweißmuskeln. Schweißgeschosse. Er ist bereit für deine nächste Beugung. Du beugst dich. Aaron beugt sich heftig. Er beugt sich aus dem Raum heraus. Hey, 30 Gold haben wir dafür gekriegt. Ich übel. Kann ich das Schild irgendwie lesen? Hier sind wieder Brückensamen. Eine Glocke. Wenn Fehler geschehen, kann die Glockenblüte die Brückensamen zurücksetzen. Ah. Also, das ist hier recht klar. Halt, ich glaube, jetzt habe ich es doch falsch gedacht, oder? Jupp, so kann das ja gar nicht funktionieren. Das sind aber auch nur drei, oder? Ja, sie müssen sich ja aneinander reihen. Moment mal, hier gibt es doch überall nur drei. Und wie soll ich an das Schild da kommen? So, auch hier sind es nur drei. Hä? Ach, da oben. Da müsste es klappen. Hoffe ich? Nee, das kann auch nicht sein. Ich bin etwas verwirrt gerade. Ich glaube, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Ich stelle mich nur gerade ziemlich dämlich an. Also, wir wollen wohl hier rüber, schätze ich mal. Ach so. Aber so klappt das nicht. Jetzt gehe ich nach oben. Wie gesagt. So klappt das nicht. Ich werde es mir trotzdem mal anschauen. Oder doch, das wird. So klappt das. Einfach nur eine horizontale Brücke bauen. Wie ich das Schild hätte lesen können, aber ich hatte jetzt keinen Bock da drauf. Ring! Hallo, hier ist Papyrus. Wie ich an diese Nummer kam, das war ganz einfach. Ich habe jede Nummer angerufen, bis ich sie hatte. Also, was hast du gerade an? Ich frage für eine Freundin. Sie meinte, du trägst ein staubiges Tütü. Stimmt das? Trägst du ein staubiges Tütü? Süße Antworten. Nee, wir lügen mal. Du trägst kein staubiges Tütü? Verstanden. Du bist mein Freund. Ich vertraue dir vollständig. Wieder aus dem Text raus. Einen schönen Tag noch. Klick. Tut mir leid, wir hängen am Leben. Echoblumen. Vor langer Zeit flüsterten Monster den Sternen ihre Wünsche zu. Wenn du für etwas mit ganzem Herzen gewünscht hast, wurde der Wunsch wahr. Jetzt bleiben nur noch diese funkelnden Steine in der Höhlendecke. Also die Musik hier ist unglaublich gut. Wunschraum. Wenn sich tausende Leute das wünschen, können sie nicht falsch liegen. Das wird der König beweisen. Was, ein Woschua? Was bist du denn? Ich kann dich nicht wirklich ausmachen, was du sein sollst. Dieser bescheidene Keimhasser möchte die ganze Welt säubern. Ach so. Schrupp, schrupp, zwitscher. Hi. Ha, nein, verdammt. Ich dachte, er kommt nicht mehr. Gut, ich werde ihn säubern. Du fragst, wofür, ob es dich wäscht. Es springt aufgeregt umher. Grün bedeutet Zauber. Ah, ich muss den Grün sammeln. Riecht nach Waschmittel. Jetzt kann ich ihn schon verschonen. Du warst siegreich. Komm schon, Schwester. Wünsche dir etwas. Ich wünsche mir, meine Schwester sieht eines Tages die echten Sterne. Durch das Teleskop schauen? Na Logo. Sterne. Nee, das sind gar keine Sterne. Was? Wand prüfen? Das Teleskop schauen? Ja. Ich stehe die ganze Zeit. Ach, hier steht überall Wand prüfen, wo ich mir das merken muss hier. Also hier ist es etwas heller. Hier sind überall funkelnde Steine. Hier ist es auch heller. Und was ist mit dir? Ah, mein Horoskop ist mit der letzten Woche identisch. Da hat wohl irgendjemand geschlampt. Ah.
So, was steht hier? Historische Schriften ziehen an dieser Wand. Du kannst sie gerade so entziffern. Der Krieg zwischen Menschen und Monstern. Komm mal hier lang. Nee. Warum haben die Menschen uns angegriffen? Es schien, als gäbe es nichts zu befürchten. Menschen sind irrsinnig stark. Man bräuchte die Seele nahezu aller Monster. Nur um der Macht einer einzigen menschlichen Seele ebenbürtig zu sein. Da haben Monster also keine besonders starken Seelen. Aber Menschen haben eine Schwäche. Ironischerweise ist das die Stärke ihrer Seele. Ihre Macht erlaubt es ihnen, selbst nach dem Tod außerhalb des Körpers zu existieren. Moment. Soll das gerade bedeuten, dass wir eigentlich gerade ein Geist sind? Wenn ein Monster einen Menschen besiegt, kann es seine Seele nehmen. Ein Monster mit menschlicher Seele, eine Kreatur mit unfassbarer Macht. Ach, so war das gemeint. Die Zeichnung eines sehr seltsamen Wesens. Etwas an diesem Bild wirkt sehr beunruhigend. Kann ich sie sehen? Hätt's gern gesehen. Oh, und hier tun wir in der Schwärze auf dem Wasser fahren. Ich denke mal, es ist Wasser. Ja, eindeutig. Es geht weiter. Oh, ein Ding ist Speer. Ablenkampf. So, weiter. Einfach weiter. Verdammt, wir müssen wieder ausweichen. Shit. Hat er mich jetzt getroffen? Keine Ahnung. Ja, verdammt, gleich bin ich tot. Verdammt! Wo war der letzte Speicherpunkt? Da war ich nicht besonders gut drin. Oh, ein Checkpoint, das ist nett. Ich dachte, ich muss dann immer mit dem letzten Speicherpunkt starten. Hoffentlich kommt danach dann mal ein Speicherpunkt, denn ich war bis jetzt nicht so besonders gut. Hoffentlich habe ich die ganzen Dinger nicht gelesen. So, versuchen wir an Diener auszuweichen. Gar nicht so leicht, weil die Speere ganz schön unfair sind. Der wird bestimmt treffen. Nee, doch nicht. Wenn ich jetzt hier lang gehe, ja. Man kann die Bullet Hell auch außerhalb vom Kampf machen. Weil die sich hier... hier. Weiterlaufen. Perfekt. Oh, es geht weiter. Jetzt kommen sie von hier. Ab ins Schilf. Da kann ich mich nicht so genau sehen. Aha, hier passiert jetzt was. Ob sie mich findet? Lieber ganz ruhig bleiben. Das ist doch nur der Kleine. War der die ganze Zeit da? Falsches. Bist du jetzt enttäuscht? Ich habe das Gefühl, das ist ein Gegner, den ich nicht verschonen möchte. Und nun? Ich kann mich nicht bewegen. Ah, das ist das Monster, das Kleine. Jo, hast du das gesehen? Andine hat mich gerade berührt. Ich werde nie wieder mein Gesicht waschen. Mann, du hast echt Pech. Wenn du nur ein bisschen weiter links gestanden hättest. Jo, mache dir keine Sorgen. Wir werden sie bestimmt noch einmal sehen. Na, sehr gut, hier gibt's... Was ist denn das, Art Käse? Dieser Käse liegt hier schon so lange, dass ein magischer Kristall ihn überwuchs. Er klebt am Tisch fest. Die Maus wieder. Quietsch! Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Käse aus dem Kristall extrahiert, erfüllt dich mit Entschlossenheit. So, ich hab noch Zeit. Oh, hallo Sans, bist du mal wieder hier, aber schau erstmal durchs Teleskop. Es ist ein seltsames Teleskop, kann ich reinschauen. Ich überlege mir, in das Teleskopgeschäft einzusteigen. Normalerweise kostet es 50.000 G, das Premium-Teleskop zu verwenden. Aber da ich dich kenne, kostet es dich nichts. Wie hört sich das an? Gut. Wieso sehe ich hier nur rot? Es muss doch irgendwas zu sehen geben. Hier gibt doch keinen Sinn, gar nichts zu sehen. Da fehlt was. Wie? Du bist nicht zufrieden? Keine Sorge. Du kriegst eine volle Rückerstattung von nichts, ja? Gut, in der Kiste ist nichts. Was ist das, der Zitrone? Was ist ein Stern?
Kann man ihn berühren? Kann man ihn essen? Kann man ihn töten? Bist du ein Stern? Ich bin kein Stern. Man kann keine von diesen Sachen. Wir sind ja unglaublich weit weg. Na, nur ein Händler? Ich habe meinen Laden verlegt, aber es gibt noch immer keine Kunden. Glücklicherweise habe ich schon eine Lösung parat. Ach ja, das war der Eisverkäufer. Hiebkarten. Jedes Mal, wenn du ein Ice Cream kaufst, bekommst du eine Hiebkarte. Wenn du 3 Karten hast, kannst du sie gegen gratis Ice Cream tauschen. Ich bin mir sicher, dass das für mehr Kunden sorgen wird. Ice Cream, das kalte Vergnügen, das dein Herz erfreut. Das ist jetzt 25G. Ja, gerne. Super. Hier, bitteschön. Eine Karte ist in der Kiste. Du erhältst ein Ice Cream. Also hier, ja. Die Kiste enthält 1 Karten. Eine Karte nehmen? Nee. Da steht noch was. Die antiken Schriftzeichen wurden mit einer Liste über 21 Eissorten übermalt. Aber ich habe nur die Ice Cream. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ja. Auf jeden Fall geht's da lang. Ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Eine Ente? Komme ich jedenfalls nicht hin, also ist Süden wohl die einzige Wahl. Wieder diese tolle Musik. In diesen Höhlen. Das ist wieder eine echte Blume. Wo nimmst du ein Gespräch? Also, möchtest du dir nichts wünschen? Von ihm sein Gespräch. Nur eine Sache, aber das ist irgendwie doof. Also, die wiederholen nur, was sie gehört haben. Deswegen ein schönes Labyrinth hier bis jetzt. Wir schauen uns erstmal hier um. Oh, komm. Molzmar, euch kenne ich bereits. Was, ich kann sie bereits verschonen? Ehrlich gesagt, möchte ich sie aber gerade bekämpfen. Schleimgeräusch. Nämlich das Gefühl, es ist ganz sinnvoll sein könnte, mal ein paar XP zu sammeln. Und da ich ja nicht überhaupt niemanden... Hoppla, zu früh gedrückt. Da ich ja nicht so spiele, dass ich niemanden töte, kann ich ruhig ein paar random Gegner über den Jordan jagen. Und mal wartet nachdenklich. Du warst siegreich. So, wir haben immer noch etwas Zeit. Was ist das? Es ist ein paar Ballettschuhe. Mitnehmen? Mitnehmen. Fällst du die Ballettschuhe? Kann ich die anlegen? Benutzen. Du rüstest die Ballettschuhe aus. Wieso habe ich jetzt ein Tüto und Ballettschuhe an? Wie, ich kann die aus- und anmachen? Machen wir nur die beiden an. Okay. Im nächsten Part werden wir dann übrigens bis zum nächsten Speicherpunkt spielen, auch wenn das eventuell länger oder kürzer wird. Weil das soll dann meine Aufnahmesession beenden. Ring! Oh, der Papyrus. Hallo, hier ist Papyrus. Erinnerst du dich, als ich dich wegen der Kleidung anrief? Naja, die Freundin, die das wissen wollte, ihre Meinung über dich ist ziemlich mordlustig. Naja, keine Sorge, Mensch. Papyrus würde dich niemals verraten. Du sagtest, du trägst kein staubiges Tütü. Also sagte ich ihr natürlich, du trägst doch ein staubiges Tütü. Es schmerzte mich, eine solche Lüge zu erzählen. Du trägst kein staubiges Tütü. Sie greift dich bestimmt nicht an. Du bist jetzt sicher. Wowi, das ist hart. Ich möchte nur mit jedem befreundet sein. Oh, wie interessant. Aber wahrscheinlich wäre jede Wahl in dem Sinn falsch gewesen, weil er uns zuliebe gelogen hätte, weil er glaubt, dass wir nicht nur in Lügen die Wahrheit sagen. Oshua und Aaron erscheinen. Okay, ich kenne euch bereits beide. Ich werde Aaron bekämpfen. Verdammt blöder Fleck. Wow, ich schwitze. Die passen irgendwie gar nicht zusammen hier. Schmilzt nach einer... Was schmilzt? Was ist schmilzt für ein Wort? Wer braucht Schwimmsachen? Verdammt. Wie soll man euch beiden zusammen denn ausweichen? Aaron's Muskeln hängen komisch herunter. So, geschafft. Deine Seele ist unsauber. Verdammt. Oshua ist mit einem kleinen Vogel befreundet. So. Fragst du Oshua, ob es dich wäscht. Es bringt Aufregung her. So. Grün bedeutet Zauber. Shit. Hab's. Oshua spült eine Pizza. Was? Du warst siegreich. Meine Güte stieg an. Verdammt, ich hab ganz schön viel.
Schaden genommen in dem Kampf. Oh, und der Part ist vorbei. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.